Und ja, wir haben uns jetzt den Weg mehr oder weniger schon mal freigeräumt. Und jetzt geht's hier natürlich weiter. Mal sehen, ob wir wirklich auch jeden hier schon erledigt haben. Munition können wir natürlich noch mitnehmen. Und ich habe irgendwie Aktiviert. gesehen, dass in dem vorletzten Part, vielleicht war es auch plus bei meinem Player, dass der irgendwie gesponnen hat, aber da hat es zweimal irgendwie übelst geruckelt. Der Ton war flüssig, Maximale aber das Video Panzerung. nicht. Bei dem letzten Part war das irgendwie nicht so, aber vielleicht war das ja nur bei mir. Ich hoffe es, weil ich habe Warnfeld ja aktiviert. letzten Parts mit gleichen Einstellungen gemacht. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht zu Rucklung kommt, weil es wäre schon ein bisschen Energie blöd, kritisch. auch wenn es nur Maximale zwei Panzerung. im dem ganzen Part waren, die kurz Tarnfeld waren. aktiviert. Ist es natürlich nicht schön. Aber jetzt, ich denke, hier wird nichts Maximale mehr Panzerung. kommen. Da müssen wir jetzt gucken, können wir da außen rum irgendwie, weil ich weiß nicht, ob wir da so gut hochkommen. Ja, da müssen wir hier lang, aber da könnte uns doch noch was erwarten. Da gucken wir doch direkt mal wieder. Aber da sehen wir nichts. Ja, zur Ausgrabungsstätte müssen wir jetzt gehen und vielleicht das restliche Team um Dr. Rosenthal auch wirklich. Also wir müssen halt gucken, ob sie das Ganze noch überlebt haben. Und jetzt glaube ich, gehe ich doch mal in Tarnfeld Tarnmodus. aktiviert. Aber ich sehe nichts. Maximale Panzerung. Ah, da ist Psycho. Maximales Tempo. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Nein, Vorwärts, Prophet! Nomad. Die Straße zu den Ausgrabungen führt durch diese Höhlen. Brechen wir auf. Ja, Prophet, endlich sind wir mal mit ihm unterwegs. Oh. Geiser war von der CIA. Sie wussten das, oder? Ich hätte es Ihnen schon früher gesagt, wenn es was geändert hätte. Die CIA überwacht Rosenthal schon seit Jahren. Was will die CIA mit einem Archäologen? Sein Team hat den Beweis für eine fortschrittliche prähumane Technologie gefunden. Wir müssen herausfinden, was sie entdeckt haben und Wow. warum es die Koreaner verstecken wollen. Verstanden. Was waren das schon wieder für Geräusche? Und jetzt kommen wir direkt ins nächste Kapitel. Relic. Das Relikt. Weiter geht's direkt. Wir haben ein Problem, Nomad. Ich kriege immer noch keine Verbindung zu JSOC. Es muss noch einen Störsender geben. Schalten Sie das verdammte Ding ab. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Der markierte Bereich der Karte ist etwa 3 Klicks entfernt in diesem Tal. Je schneller wir von hier verschwinden, desto besser. Das glaube ich auch. Was? Maximale Panzerung. Verdammt. Prophet, hören Sie mich! Bitte kommen! Prophet, bitte kommen! Verdammt! Verdammt, Sie haben Prophet. Nomad, hier ist Major Strickland Abkommen. Wir haben Ihren Squad-Leader verloren. Wir empfangen weder sein Anzugsignal noch seine Peilung. Was zum Teufel ist da unten los? Prophet wird vermisst. Ich wiederhole, Prophet wird vermisst. Wir haben 2 Mann verloren und irgendwas hat sich Prophet geschnappt. Es hat ihn in den verdammten Dschungel gezogen. Er ist weg. Wir holen Sie da raus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich lasse Sie schnellstmöglich abholen. Negativ, Sir. Ich kann es immer noch schaffen. Ich weiß, wo Rosendahl ist. Er wird auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe einer Militärbasis der Koreaner festgehalten. Ich hole ihn da raus. Wie Sie meinen. Aber unser GPS ist gestört. Sie müssen ohne taktische Unterstützung auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, mache ich einen Satellitenscan dagegen. Maximale Vielleicht Panzerung. Kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Verstanden, Major. Tausend Dank. Ja, wir befinden uns hier natürlich Tarnfeld wieder im aktiviert. Gebiet der KV, außen sind sie ja dauernd ihren Störsender. Und ja, wie machen wir es jetzt am besten? Da sehe ich natürlich schon wieder ein Fahrzeug, welches wir Maximale uns krallen Panzerung. könnten und das ganz gechillt machen können Tarnfeld mit aktiviert. dem Fahrzeug dann. Sind die da schon an uns vorbei teilweise? Weil das war Maximale wieder Panzerung. blöd, wie wir schon so Tarnfeld oft aktiviert. gemerkt haben. Ist da jemand drauf? Nein. Energie kritisch.
Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Nummer 2. Von nicht absehbar vielen. Tarnfeld aktiviert. Oh. Maximale Panzerung. Den hätte ich doch glatt übersehen. Tarnfeld aktiviert. Verdammt, wo sind da noch welche? Da habe ich doch einen direkt in der Nähe gehört, oder? Habe ich mich da getäuscht? Ich bin jetzt eigentlich wieder direkt zu dem schönen Fahrzeug hier. Tarnfeld aktiviert. Und das mache ich jetzt einfach auch. Maximale Panzerung. Und wir sind im Fahrzeug. Und jetzt, Leute, ich bin jetzt. Tarnfeld aktiviert. Hab da noch was gesehen. Aber Schrotpatronen haben wir ganz voll. Ups. Schade, ich hätte gedacht, dass wir da vielleicht noch irgendwas Wichtiges finden. Aber okay. Maximale Panzerung. Ups, jetzt sitze ich falsch. Jetzt sehen wir einen guten Nomad hier auch mal. Aber ich habe das Gefühl, dass es da vielleicht nicht mal so klug wäre. Oder so klug ist. Mit dem Fahrzeug hier weiterzugehen. Aber jetzt machen wir es einfach mal. Jetzt. Was ist los hier? Ah, die Palmen, die brauchen wir nicht. Weg mit. Nein, verdammt, das geht da ziemlich gut kaputt dann auch. Verdammt. Ja, das war doch keine so gute Idee. Maximale Panzerung. Wow. Was war das? Ist das Odo gewesen, das da? Ne. Haben wir da irgendwo eine Splittergranate hingeworfen? Energie kritisch. Maximale Panzerung. Freunde, wo seid ihr? Bewegung! Tarnfeld aktiviert. Ach, da sind sie doch. Treibt ihn in die Enge, ja, genau. Kontakt verloren, aber dann in die Enge treiben, ja. Das macht Sinn. Sind die jetzt da hinten endlich mal wieder? Tarnfeld aktiviert. Leute, wo seid ihr? Ja, wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Der gute Prophet kann das ja nicht machen. Eigentlich wurden wir schon wieder zurückgerufen, aber wir trauen uns das zu und das Tarnfeld denke ich, aktiviert. Das kann man auch schaffen. Auch wenn es mit Prophet natürlich leichter gewesen wäre, aber. Tarnfeld aktiviert. Ja, wir gehen direkt mal Richtung Störsender. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich dann wieder von beiden Seiten attackiert werden, das müssen wir dann halt. Damit müssen wir rechnen. Und ja, die sind natürlich hier schwierig zu finden. Maximale Panzerung. Die dürften doch jetzt fast direkt vor uns sein. Da höre ich einen Helikopter, das gefällt mir überhaupt nicht. Aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ja, was war das, Junge, hä? Tarnfeld aktiviert. Ich zeig dir, was das war. Maximale Panzerung. Jetzt, wo sind die anderen? Und der Heli sollte uns eigentlich nicht finden. Ah, Heli, hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Wir räumen ja weiterhin wieder gut auf, aber müssen dann Tarnfeld eben auch noch aktiviert. Genug Platz
Maximale Panzerung. Ich kenne keine Gnade. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Guck dich doch. Das ist ein bisschen blöd und ungeschickt. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Jetzt sind die alle. Natürlich sind sie jetzt wirklich auf beiden Seiten. Das ist natürlich ziemlich blöd. Aber da ist ein Haus. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ja, das Haus könnte uns jetzt gerade das Leben retten. Und unsere Navigation spielt hier verrückt. Maximale Panzerung. Jetzt was für Feuer hier, wo seid ihr? Jetzt haben wir hier ein Fahrzeug, sogar drei mittlerweile. What? Keine Chance. Ach, komm schon. Die müssen jetzt alle auf in die Schussbahn laufen von uns. Und jetzt. Ah, natürlich nochmal ein Geschütz hier. What? Jetzt machen wir das so, dass uns der Heli nicht sieht. Und dann müssen wir daran nehmen, wir müssen da rein, glaube ich. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Da war aber noch einer. Tarnfeld aktiviert. Ziemlich in der Nähe. Den ich jetzt aber nicht wieder finde. Maximale Panzerung. Dann machen wir das jetzt eben kurz mal. Hä? War das doch das da draußen? Tarnfeld aktiviert. Muss das eigentlich gewesen sein, oder? Ah ja, jetzt hier benutzen. Hallo. GPS-System ist wieder online. Wir haben eine Anlage der Nordkoreaner lokalisiert. Energie in der Nähe des Flusses. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wir scannen die Gegend jetzt nach Ihrer Ausgrabungsstätte. Jawohl, und da kann es doch direkt weitergehen. Aber das dann erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.